Alter. Wie der Kopfhörer auch noch ein Stück von meiner Nase abklemmt. Deswegen sieht es ganz anders, als wenn ich das Ding jetzt hätte. Nein, hallo. Oh, letzte Folge wahrscheinlich, Death Store. Ich hab Bock, Leute. Ich hab richtig Bock. Ich hoffe ihr auch. Ich möchte, dass ihr auch Bock habt. Aber wisst ihr, was super scheiße ist? Es ist immer noch scheiße warm. Aber es ist weniger warm. Es ist weniger warm. Von daher, glaubt an meine Worte. Ich werde schwitzen. Safe. Aber nicht so stark wie die letzten Tage. Wenn wir Glück haben, wird man es nicht sehen. Verzeihung. Okay. Wir gehen auf Start. Ich habe vor ein paar Tagen, wollte ich Diablo streamen. Stream hat absolut nicht funktioniert. Beziehungsweise Diablo. Absolut nicht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber Deathstore noch ein bisschen zu farmen. Und zwar hier bezüglich der Lebensleiste und der Magieleiste. Da sollten wir jetzt Maximum haben. Und auch die Fähigkeiten habe ich alle auf die nächste Stufe gebracht. Nur die Skills habe ich noch nicht auf Maximum. Ich glaube, nur Stärke habe ich auf Maximum. Vielleicht aber auch Geschicklichkeit? Ich weiß es gerade gar nicht. Können wir mal gucken. Aber was einige von euch vielleicht freuen wird, die die letzten Teile gesehen haben oder die letzten Streams. Ich habe es hinbekommen, dass wir geile Grafik haben. Und zwar lag das daran, dass ich eine falsche Szene eingestellt hatte. So dumm von mir. Willkommen in der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeiten aufbessern? Das wievielte Mal fragst du? Aber es ist okay. Es ist okay. Ja. Auf Magie gehen wir überhaupt nicht. Das ist richtiger Schmutz. Eile müsste ich noch das Maximum rausholen. Aber da werden wir wohl nicht zu kommen. Gehe ich mal von aus. Okay. Ich denke, wir sind vorbereitet. Wir hauen voll schnell zu, weil wir voll schnelle Rabenkrähe sind. Okay. Wir haben hier oben die Boss-Tür. Und ich habe mir diesen unglaublich schönen Moment, da reinzugehen, für euch aufgehoben. Für das große Finale von Deathstore. Und ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich das Finale ist. Ich rede die ganze Zeit darüber, weil wir bis jetzt 3 Level hatten. Und das von allen Seiten so geteased wird, dass das jetzt quasi der letzte Boss sein wird, weil er hinter allem steckt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob danach noch der übelste Megamind des Todes of Doom kommt. Keine Ahnung. Vielleicht kämpfen wir danach gleichzeitig gegen alle Lords. Und ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch ein Level haben. Wir werden es herausfinden. Wir gehen rein in die große Tür. Das letzte Level von Deathstore. Ich muss das Mikro ein bisschen leiser machen, weil ich sehe, dass das andauernd in den roten Bereich geht. Das möchte ich so nicht. Ihr müsst mir sagen, ob das gut kommt, ob ihr das gut hört. Oder ob ich immer noch übersteuert bin. Wie ein richtiger... Ich darf das nicht sagen. So. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, wir gehen nochmal in den Beichtstuhl. Bleichtstuhl. Hier ist nix. Hier kamen wir schon mal hin. Nach dem ersten Boss, nach Oma, glaube ich. Dem guten alten Ömchen. Also hier waren wir schon mal. Sehr, sehr netter Typ. Der letzte Lord. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Nee, warte. Er hat uns ja begrüßt mit seinen überschränkten Beinen. Und ich habe eine leichte Stimmenimitation gemacht. Die werde ich jetzt wieder anwenden. Deswegen, Obacht. Ich habe dich beobachtet, junge Krähe. Ich dachte nie, dass es tatsächlich so weit kommen würde. Aber hier sind wir nun. Oh, er hat keine grünen Augen mehr. Hä? Okay. Jeder aus meinem Geschlecht wurde erschaffen von dem Lord, der ihm vorausging und dazu ausgebildet, nach dessen Hinscheiden seine Aufgaben zu übernehmen. Am Tag unserer Entstehung erfahren wir bereits die Stunde unseres Todes. Mein Vorgänger, mein Schöpfer, war ein kaltherziger Tyrann. Er war besessen von Regeln und Ordnung und der Art, wie die Dinge zu sein hatten. Der alte Trottel hat mir doch nicht einmal einen Namen gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Wie würde wohl dein Leben verlaufen, wenn du von Anfang an genau wüsstest, wann du stirbst? Ja, das fühle ich. Wäre nicht so cool. Ich würde es nicht wissen wollen, selbst wenn ich könnte. Wenn jeder Moment deiner Existenz sich nur um ihr Ende drehte.
Ich musste alles tun, was in meiner Macht stand, um mich davor zu bewahren. Er hat also auch Angst vorm Tod, I guess. Ich weiß, dass meine Handlungen nicht ganz moralisch sind, vielleicht noch nicht einmal vertretbar. Aber ich kann doch nicht einfach so sterben. Ich weigere mich, kampflos abzutreten. Nun denn, junge Krähe. Bist du bereit, um dein Leben zu kämpfen, so wie ich es um meines kämpfe? Ja. Nein. 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 Es wird nicht passieren, junger Lord. Ja, hör auf zu lachen. Okay. Okay, er haut ab. Pussy. Ah, cool. Jetzt kämpfen wir in den ganzen Gebieten, wo wir schon mal waren. Nice. Okay, coole Idee. Uiui. Oh, und ich fall lieber runter. Ich fall lieber runter, als von einem Bullen getroffen zu werden. Oh mein Gott, das war voll der Lifehack. Dadurch sind jetzt alle von denen weg. Nice. Oh Gott, wie dumm. Ich habe nur noch ein Leben, verdammt! No! Okay, dann muss das Ganze jetzt halt in einem gehen. Das schaffen wir, Freunde. Glaubt an mich. Wir schaffen das. Sagte eine weise Frau mal. Oi, oi, oi. Okay, das war's dann. Schade. Was macht er jetzt? Er verbessert sich wieder. Hä? Lass mich einfach liegen. Geht der Kampf jetzt wieder komplett von vorn? Nee, okay. Es hat Checkpoints. Gut zu wissen. Wie er die Türen so schießt. Was macht der da? Okay, also bis jetzt geht's noch echt gut klar. Gerade wenn der schnippt, dann habe ich schon echt viel Zeit, um nochmal drauf zu hauen. Bietet sich auf jeden Fall an. Also auf jeden Fall ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Also der Endfight gefällt mir bis jetzt. Gucken, wie oft man noch gebaitet wird hier. Richtiger Speedrun, den machen wir jetzt. Okay, dumm. Ein schreiender Speedrun. Ja, okay, wir gingen wirklich zu allen möglichen Leveln noch. Oh, erinnert ihr euch, was ich gesagt habe, als wir in diesem Steinkreis hier waren? Ich wusste, hier wird es noch einen Fight geben. Okay, Bruder. Was geht? Hab mich schon gewundert, dass da kein Zwischenboss war in diesem Gebiet. Aber er kriegt gut Schaden. Er kriegt richtig gut Schaden. Das merkt man. So, wohin geht's? Bis jetzt relativ easy noch. Man hat sich ein bisschen konzentriert, nicht so wie ich, der die ganze Zeit rumlabert. Ohne Scheiß, müsste ich mir mal überlegen. Das Game zu Speedrun wäre bestimmt auch nice. Was macht er denn jetzt? Ach, er macht das, was quasi die Gegner da konnten. Weil das konnte der Endboss hier in dem Areal auch. Oh Gott. Jetzt verpisst er sich wieder. Er hat aber auch schon echt viele Risse. Das bedeutet, der hat schon echt viel Schaden gefressen. Wir sind wieder im Erntehauptquartier. Tschö. Was kommt jetzt? Okay. Wo ist der nächste Anker? Da ist der nächste Anker. Ich nenne es einfach mal Anker. Das sind bestimmt keine Anker, aber ich werde es einfach so nennen, weil ich das möchte. Aber bis jetzt funktioniert es gut. Wo sind wir jetzt? Ah, die Busstation vom Anfang. Ganz am Anfang des Spiels. So, wo ist der nächste Fight? Mit dem Fight, Junge. Ich spuck den richtig weg. Wo sind denn alle? Ah, guck mal, die ganzen Türen sind auch noch da. Aber da kommen wir nicht hin, weil die ganzen Schreibtische davor sind. Hä, wo ist dein Schaden? Warum sind wir hier, Krähe? Warum gibt es mich überhaupt?
damit ich in die Fußstapfen meiner Vorgänger trete? Oh, so Existenzfragen, Junge, okay. Wenn jemand anfängt, sich Existenzfragen zu stellen, dann passieren die merkwürdigsten Dinge. Um immer und immer wieder dasselbe zu tun? Und warum? Wozu soll das gut sein? Schließlich müssen wir doch alle sterben. True. Das werde ich wohl niemals erfahren. Denn ich werde niemals sterben. Okay. Bro. Okay, wenn Leute rote Augen bekommen, dann ist auch Kacke am Dampfen. Der letzte Lord der Türen. Oha, der letzte. Es wird schon mal geteased. Coole Musik. Okay. Der ist jetzt zu schnell. Jetzt können wir nicht mehr doppelt draufhauen. Ah, verdammt. Okay, ich bin gerade richtig dumm. Gucken, ob ich einen First Try packe. Ah, verdammt. Das sieht noch nicht so aus. Ach, krass, das kennen wir noch. Oh, Junge, ja, okay, übertreibt es doch nicht. Das war der Move von dem Haus ganz am Anfang. Oh, was ist mit dir? Ah, Junge. Und jetzt werden wieder Kanalpunkte genutzt. Blind? Ja, okay. Warte, wie war das nochmal mit einem Auge, ne? Warte. Jetzt muss ich gucken, wie mache ich das denn? Okay, ich muss so machen. So, jetzt hier. So, Freunde. Normalerweise würde blind bedeuten, dass ich ohne Brille spiele, aber da ich das gerade schon tue, wird das so funktionieren? Ja, ich glaube, so funktioniert das. So. Für 5 Minuten bis 20 nach. Boah, Junge, wenn ich den jetzt so packe, ne? Boah, das wird geisteskrank. So, für die Leute auf YouTube, es hat gerade jemand Kanalpunkte ausgegeben dafür, dass ich blind spiele. Normalerweise würde das bedeuten, ich habe die Brille an und muss die Brille jetzt ausziehen. Da ich die Brille aber generell nicht angehabt habe, weil es ein bisschen wehtut mit meinen Ohren, werde ich stattdessen eins meiner Augen abdecken. Irgendwann muss ich mir wirklich mal eine Piratenbinde holen dafür. So, und jetzt gehen wir in den Endfight nochmal rein. Wie es jetzt einfach noch besser läuft als gerade. Wo ich natürlich weiß, was er kann, aber... Muss vor den Bullen weg. Okay. Junge, es kitzelt an der Nase. Nein! Verdammt. Ach, Junge, warum macht er denn die ganze Zeit solche Haken nach hinten, Junge? Oh ja, Junge, jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Nur wenn der klatscht, ne? Von dem will ich keine Standing Ovations. Ja, hau deinen Laser raus, Bruder. Da war noch einer. Was macht denn er jetzt? Okay. Okay, Second Try ist auch noch in Ordnung. Das akzeptiere ich auch. Dann noch 2 Leben. Piss dich. Möchte nicht von dir getroffen werden, danke. Nein. Wie der Kopfhörer auch noch ein Stück von meiner Nase abklemmt. Deswegen sich das Ganze anhört, als wenn ich kein Nasendingens hätte. Ich habe nur noch ein Leben. Wenn ich das jetzt packe, dann bin ich glücklich as fuck. Nein! Oh, was ich tue. Was ich tue. Piraten-Onio-Emote, wo? Ja, es wird kommen. So, ich muss noch einen Versuch, muss ich damit machen. Ach, scheiße. Ich stelle mir einen No-Hit-Run sehr, sehr schwierig vor in dem Game. Oh, wie als wenn ich mir direkt am Anfang Hit fange. Ich habe den so weit unten gehabt, ne? So dumm. Na, ich hau mich schon wieder ein. Ich rolle immer zu früh. Nein! Junge, das ist wirklich die mieseste Attacke von ihm. Oh, Junge. Scheiß Schnipsach. Macht's weg. Ah, ich dachte, dass ich nur zur Seite laufen müsste und das würde schon dodgen. Nein!
weg damit. Oh, juh. Okay, also er ist auf jeden Fall in der Lage, mehrere Attacken miteinander zu verbinden, wenn er das macht. Zwei Leben habe ich noch. Ich spüre so viel Missgebürtigkeit. Es ist unfassbar. Alter, er hat schon wieder... Mach dich weg. Yes! Mit einem Auge, Freunde, mit einem Auge. Let's go. Third try. Bitte, vergib mir. Er ist aus. Stecker gezogen. Ah, jetzt kommt der Totengräber wieder. Der Totengräber ist safe der richtige Endboss. Heute betrauen wir das Ablesen eines Wesens, das die Substanz unserer Welt gestaltet hat. Mit ihm endet ein ganzes Geschlecht. Der letzte Lord der Türen. Manche haben ihn als mysteriösen Anführer gesehen. Andere als eine dunkle Wolke, welche die Welt verdüstert. Getrieben von dem Verlangen, größer zu sein als sein eigener Schöpfer. Na gut, wer tut das nicht, ne? Immer besser sein als sein Lehrmeister. Man wird sich an ihn erinnern, weil er sich um die Weiterentwicklung der Türtechnologie verdient gemacht hat. Weil er die Ordnung in einer sterbenden Welt aufrechterhalten hat. Und weil er alles daran gesetzt hat, dem Tod zu entgehen. Um jeden Preis. Lappen. Ende. Nee, da stimmt noch irgendwas nicht. Irgendwas kommt jetzt noch. Die ganze Welt wird in Dunkelheit gehüllt jetzt. Stetweg der Totengräber. Gewiss waren seine Taten unklug, doch der Wille zu leben sitzt nun einmal tief. Wer kann schon sagen, was er selbst tun würde, wenn er vor der gleichen Wahl stünde wie dieser Lord? Ja, das ist true allerdings. Senkt das Haupt im Gedenken, erweist ihm die letzte Ehre. Es werfe den ersten Stein, der das nicht getan hätte oder der nichts alles dran setzen würde. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Er spielt Golf. Mhm. Supernova. Alles zerstört. Ja, krass. Und das war's dann mit der Death Store. Sehr nice Spiel, muss ich sagen. Wir werden jetzt auch noch gucken, ob man noch irgendwas anderes machen kann, weil ich hatte auch Sachen über True Ending etc. gelesen. Ein Spiel von Acid Nerve, David Fenn und Mark Foster. Kann man wegdrücken? Kann man nicht. Okay, dann gucken wir uns das jetzt an. Super cooles Spiel. Jeder, der Bock auf dieses Top-Down Action-Game hat, Mischung aus Zelda und Dark Souls, sollte sich Death Store auf jeden Fall mal anschauen. Ja, auch wenn ihr Tunic gespielt habt etc., könnt ihr euch das hier auf jeden Fall mal geben. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr nice.